Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ja, wir stehen hier im Dunkeln. Ich muss hier gerade mal meine Lampe so ein bisschen. Die brutzelt mir nämlich aufs Hirn. Wir stehen jetzt hier gerade im Stockdunkeln und haben eine Latte in der Hand. Naja. Inventar. Das ist die 3. Dann lasst uns mal was trinken. Also in Form von Tomate. Ja, ich glaube, ich muss jetzt, genau, ein bisschen länger drücken. Jupp, so ist gut. So, ihr Lieben, jetzt wisst ich muss jetzt echt erstmal gucken, wie mache ich denn das jetzt hier nochmal? Feuerstelle, Bratspieß, allgemein. Waffen, Werkzeugbänke, Unterschlupf, Feuerstelle, Spaß, Spieß, Spiel, Spaß und Spannung. Nee, wie drücke ich denn auf die Werkbank? Wie Werkbank. Holz, Stock, Rohstoffe. Ja, genau, ne? Ich weiß nicht. Werkzeuge. Müssen wir uns nicht weitere Werkbänke bauen? Wir brauchen eine Blockbank, ne? Weil wir ja... Jo, wir müssen ja Blöcke herstellen, damit wir uns eine Bude bauen können. Das heißt, wir müssen erstmal wieder abholzen gehen. Da es jetzt hier draußen so dunkel ist, also im Game, und bei mir hier in der Hütte so hell ist, ich sehe fast gar nicht, ne? Müsst euch vorstellen, ich sitze hier an meinem, PC und beleuchtet von oben, von unten, von rechts, von links. Das ist wie so ein Hähnchen am Bratspieß. Och, komm schon. So. Ach, das Blöde ist ja, ich sehe ja jetzt nun gar nicht, ne? Okay, gut. Da ist uns... Ich will mal nicht so weit von der Feuerstelle weggehen. Ich meine, die sieht mir ja kilometerweit, aber trotz alledem, ich würde das begrüßen, dass ich das weiterhin gut sehe. Jo. Wir müssen mal gucken, ne? Die Werkbänke, die stehen ja jetzt nun... Die Aufnahme angemacht, ihr seid da, ne? Ja, gut. Einfach mal so wild in der Kante rum. Irgendwie Setzlinge, Leute. Ich sehe doch gar nicht. Ob ich mir vielleicht lieber mal erstmal einen kleinen Unterschlupf bauen sollte, weil ich habe noch nicht mal Plan, ob man hier pennen kann. Ich weiß das überhaupt gar nicht. Wartet mal, wenn ich das silmere und hier Crafting, einen kleinen Unterschlupf. 32 Stück aus brauchen wir. Allgemeines. Rohstoffe. Stock. Wie viel kann ich denn machen? Das hat genau gepasst. Ich stelle das jetzt echt mal her, weil ich habe keinen Plan. Ob. Nee, Inventory. Da ist das Teil. Lass mal dahin. Das ist die 4. Jo, das versinkt ja nun auch, ne? So, hier. Ne? So hin können wir fast im Stehen schlafen. Oder hier so, ne? Also das ist bestimmt. Da liegt man dann so dort. Aber ich denke mal, ich will mir hier nicht alles verbauen, weil ich will ja doch auch hier irgendwo eine Bude hinsetzen, ne? Alter, warum? Wieso versinkt das so? Hilfe! Komm, wir bauen das jetzt einfach hier hin. Ja, das war laut. Aber Leute, ich will gerade mal was gucken. Seid mir nicht böse, aber ich muss hier gerade mal in den Audio-Einstellungen gucken. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen lauter machen. Wetter, Ambiente, laut, was? Laufgeräusche, Spieler, Tiere, Items, Instrument, GPU, das ist ja Quatsch. Musik lautstärke. Ich würde auch gerne ein bisschen die Musik ein bisschen lauter machen. Wir probieren es einfach mal. Das muss ich nicht
Speichern, oder? Nope. So. Ja, jetzt habe ich eine Hütte hier hingesetzt. Ja. Oh, man kann hier Heuer-Bubu machen. Und? Da wacht man nicht von alleine auf, oder was? Es ist doch. So, meine Lieben. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung nicht. Von gar nichts. Also deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal jetzt diese Werkbank. Nochmal. Nee, die muss ich ja, glaube ich, schon hier bauen. Tue ich mir eigentlich weh, wenn ich da durch das Feuer laufe? Ich weiß es nicht. 48 Holz. Rohstoffe, Holz. Hä? Ach nee, ich habe ja 48 Holz, war das jetzt richtig? Okay. So, und jetzt Werkbank, nee, das Werkzeuge. Werkbank, Blockbank. Jo, scheint ja zu stimmen. Ja klar, 48 Holz, da steht's doch. So, Lille, wo hast du es hingeschmissen? Auf die 4, wo das andere Krempelzeug auch schon gelegen hat. Ja, ist klar, ne? Ich will den nicht da draufstellen. Kann ich das hier hinstellen? Oh jo. Ne. Hüpf mal da drüber. Dann will ich hier mal reingucken. Was kann man denn? Ja. Ja, gut. Ne, da brauchen wir aber jede Menge Steine. Der Stein, Holz, Holzblöcke. Baum. Stammstück. Okay, und hier sind die ganzen Designs. Das ist noch in meiner Erinnerung verankert, dass das so gewesen ist. Ja, also. Ne. Los, kommt, lasst uns Holz schreddern. Wir haben nicht zufälligerweise irgendwie ein Loch hier in der Nähe oder so. Dass wir mal ein paar Steine kloppen können oder so. Wieso hat denn der dauernd Durst? Was ist denn das für ein... Los. Komm. Weiter geht's. Nee, F. Nee, ich glaube, es ist besser, wir gucken mal, wo wir Steine bauen können. Habe ich natürlich das Gelände gesucht, ne? Wo man hier gar nicht abbauen kann. Ganz ehrlich. Wo sind denn wir zu Hause? Da. Kann ich das irgendwie markieren? Irgendwie, irgendwo? Weil ich verlaufe mich. Das ist schon mal Fakt. Fliegen ist hier nicht erlaubt. Bla bla bla. Das wären die Koordinaten. Die kann ich gar nicht lesen. Da. Position 226, 75, 63, 39. Minus 17, 66. Das ist so Minecraft-like. Ich glaube, das schreibe ich mir mal auf, bis ich in Erfahrung gebracht habe, ob man hier irgendwie eine Map hat oder so. Und ob man... das ist 226. Den Rest brauche ich nicht. 63. Und dann 1766. Also 17. Minus. Minus 17. Minus 17. Minus 17. Südwest. Jo, gut. Südwest. So. Die alte Frau hat aufgeschrieben. So, mal aus. Gut. Jetzt kann ich mich einigermaßen ruhigen Gewissens bewegen, ne, und sagen, ich laufe mal 73 Meilen nach Südosten. Nüss. Oh, guck mal. Ist denn das?
Kuli. So. Oh, Kirschen. Kirschen. Ich kann das nicht aussprechen. Das hört sich bei mir immer an wie Kirschen. Kirsch. Egal. Ich brauche ein Loch. Ein Loch, wo ich buddeln kann. Was passiert denn eigentlich hier? Wie ist denn das mit der Physik mit dem Wasser hier? Wollen wir ein paar Steine. Ne, ich will mir, glaube ich, auch erstmal eine. Ach, wir sammeln hier Kies ein. Das sind gar keine Steine. Nee, Kies will ich nicht. So eine Schmelzfingskirche, eine Furnace, einen Schmelzofen bauen. So, ne? Jetzt habe ich mich tatsächlich einmal im Kreis. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich zu Hause bin. Hätte ich mir jetzt die Koordinaten nicht aufgeschrieben. Ja, ne? Dann. Das? Erbiadas? Jo, Erbiadas. Schön. Dann würde ich jetzt nicht mehr nach Hause finden. Das? Sah von unten aus wie ein Riesenpilz. Mann, hier sind ja überall nur Wasserlöcher. Warum sind denn hier jetzt keine Höhlen? Wir hatten doch schon eine Höhle gefunden. I need a hole where I can go in. And I'm falling down on the Fresse. So, hier haben wir genau diese Hütten. Da kann ich mich noch dran erinnern, weil ich zwischenzeitlich auch mal im Game war und mal geguckt habe. Das ist aber nun auch schon wieder 100 Jahre her. Da waren diese Dinger hier implementiert. Konnte man die? Ja. Und das Nudelholz. Ich habe doch noch gar keine alte. Also brauche ich auch noch kein Nudelholz. Eine Waffe. Eine Waffe? Was ist das? Ein Elchfell. Eine Uhr? Was soll ich denn mit einer Uhr? Das ist Leder, oder? Ich weiß nicht, jetzt bin ich auch gleich voll. Ich glaube, ich hätte mal eine Kiste bauen sollen. Haha, wie geil. Nee, steig mal wieder. Stehst auf. So. Das ist sehr geil. Chip Games. Kann ich den Duel mitnehmen? Kann ich den Duel mitnehmen? Nee, draufsetzen kann ich mich. Das ist ja auch nicht schlecht. Nee, da wieder runter? Die Kiste kann ich. Kann ich die Kiste mitnehmen? Nee, auf und zu machen kann ich sie. Ich glaube, wir müssen uns eine eigene Kiste bauen. Eine Melone. Düd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 ü
Ich fass es nicht. Minus 17. Minus 17. Minus 17. Südwesten. Dann heißt das doch aber für uns Nordosten. Ich komm nicht mehr nach Hause. Ich komme nicht mehr nach Hause. Das könnt ihr vergessen. Glaube ich, auf den einen Wert verändert sich der andere Wert. So, hier ist minus 17, wo wir hin müssen. Das kann doch nicht so schwer sein. In Minecraft funktioniert das doch auch. Ne, da korrigiert man erst den einen Wert und dann den anderen Wert. Osten. Ja, das Kind hat ein Problem. Da kann dieser eine Wert nicht mal stehen bleiben? Was soll denn das? Da ist ein Hundemäxchen. Und der dann bleibt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht. Verlaufen kann ich mich da allein. Das ist ja unglaublich. Ich finde da nicht nach Hause mehr. Das ist ja wohl mal zum Kotzen jetzt gerade hier. Für was habe ich mir denn dann die Koordinaten aufgeschrieben? Das geht so nicht. Da wird es wieder mehr. Ich muss auf 226. Ich nehme die Apple mit hier. Wenn nichts mehr geht, die Verzweiflung geht immer. Und zu essen geht dann auch immer was rein. Gibt es hier eine Beam-Funktion? Kann ich irgendwie ein Dings eingeben? Nur ein Kommando oder so? Weil das Ding hat ja eine Konsole. 2 26. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zu Hause, zu Hause. Ich werde irre. Hier, hier, hier. Ich gehe nie wieder weg. Ich gehe nie wieder weg. Okay, wenn das so nicht funktioniert. Wenn das so nicht funktioniert, meine Lieben. Dann... Mein Inventar ist voll. Dann brauche ich jetzt... Kiste. Kiste bauen. Werkbank, Sägebank, Schmelzofen, Webstuhl. Ne, Werkbänke. Rohstoffe, Werkzeug, Waffen, Medizin. Verschiedenes. Gerade Blaupause, Poster, Mülleimer, Mülltonne. Kisten. Rohstoffe, Lichter, Werkzeuge, Waffen, Medizin, Verschiedenes, Hilfsmittel, Trinkbeutel, vielleicht eine Uhr haben wir ja jetzt gefunden. Eine Angel? Oh, hier kann man angeln. Werkbänke, Leitern, Schilder, Gerüste, Boote. Hallo. Rohstoffe, Lichter, Werkzeuge, vielleicht gucke ich an einer ganz verkehrten Werkbank. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, ich baue mir einen Vorschlaghammer. Nudelholz. Für was braucht... Hilfreich, um Teig zu plätten oder um jemanden aus deiner Wohnung zu vertreiben. Jip, jip, jip. Waffen? Nee. Medizin? Nein, erstmal nicht. Karte, blau. Karte? Eine Karte? Eine Karte, die dazu die erkundete Landschaft zu betrachten. Ich brauche eine Karte, um zu wissen, wo ich daheim bin. Blaupausen kann verwendet werden, um Bauinformationen einzelner Gebäude zu speichern und an anderer Stelle exakt nachzubauen. Stimmt, davon habe ich gehört. Da haben die damals schon von erzählt, dass es sowas geben soll. Das ist cool. Poster? Ja, genau. Da kann man dann halt eben seine eigenen Bilder hochladen. Feuerwerksrakete. Nee, echt? Die steigt in die Luft und explodiert in einem Farbball? Gut, mit.
Wie sieht's hier aus? Nee, das sind ja nur Holzblöcke. Ganz ehrlich. Och Mann, wo kann ich denn eine Kiste bauen? Kann ich eine Kiste in meinem eigenen Inventar bauen? Crafting. Allgemeines. Ja. Kleiner Unterschlupf, Feuerspieß, Bratspieß. Rohstoffe, was ist das? Lichter, bla bla. Werkzeuge, bla bla. Waffen, Keule. Medizin. Werkbank, einfacher Schmelzofen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einfach nicht weiter wisst? Nee, Mann! Das gibt's doch nicht! Ich brauche eine Kiste! Karte, Blaupause. Was sehe ich denn irgendwas? Lichter, Werkzeuge? Warte mal, ich guck mal nochmal bei der Werkbank. Blockbank, Sägebank. Vielleicht Sägebank? Einfacher Schmelzofen, Schmelzofen, großer Schmelzofen, Webstuhl, Spinnrad, Gerbstuhl. Da ja Papierpresse, das ist alles noch Zukunftsmusik. Sägebank. Brauche ich 32 Holz. Also machen wir mal hier Rohstoffe, Holz. Habe ich noch so viel? Es ist kein Platz mehr in meinem Inventar. Uschi, mach keinen Quatsch. Das mal das. Ich muss unbedingt was saufen. Komm, und noch mal ein Dummädchen. Genau. Ist grün genug, oder? Aber. Wartet mal, die kann ich doch sicherlich hier drauf tun. Dann brauche ich die doch nicht zu essen, obwohl ich sie nicht mehr brauche. Warte. Nee, Moment, wie viel Holz haben wir denn jetzt? 31. Und 48 brauchen wir, ne? War doch so. 48, das sind 35, 39, 43, 47. Weil's nicht hinhaut. Sägebank. Eine Sägebank herstellen. Raus aus dem Display. The next question. Nee, damit mache ich das. Drücke F1, um Hilfe anzuzeigen. Warte. Maus gedrückt halten, um sich umzusehen. Gedrückt halten, um Objekte an aktueller Position zu platzieren. Ändert die Rastergröße, wenn das Raster aktiv ist. Schaltet Raster ein, aus. Ja genau, eine Rotation. Wartet mal, ich habe hier doch diesen Firlefanz da oben. Dreht das Objekt um die Y-Achse. Ja, mehr will ich doch gar nicht wissen. Mach das mal weg. Und wie kriege ich das wieder weg? So, also, so. Ja, sehr schön. Ach, komm schon. Nee. Ich würde die gerne so, ne? So und so und so. Ach, es ist doch... So stelle ich die jetzt dahin. So, vielleicht kann ich ja jetzt eine Kiste bauen. Holzplanke, Stamm, Bauelemente, Sitze, Tische, Schränke, verschiedene Türen, Betten. Kisten! Holzkisten? Ach, sowas kann man auch bauen mittlerweile.
Cool, sind die denn auch zum Lagern? Ja, da steht's ja auch. 64 Holz. Min. Und wie viel Dingeldibums haben die dann? Wie viel Speicherplatz? Da reicht mir das Holz schon nicht mehr für. Pfeil. Ich nur noch zwei habe. Ob das vielleicht mal ganz interessant wäre, wenn ich mal hier die Bäume mir mal aus der Kippe nehmen würde. Zack. Wartet. Die brauchen wir doch im Moment gar nicht. Die können wir doch schön hier setzen. Ne? Die können doch dann da wachsen. So. So. Komm, Schwein, bleib stehen. Ich baue dir einen schönen Baum dahin. Jetzt bin ich wieder weggelaufen. Leute, ich finde doch unser Zuhause nicht wieder. Verloren. Was war das? Ein Kürbis. Kürbis. Bist du mit? Also, halt Maus right, um den Kürbis in kleine Stücke zu schneiden. Genau. Genau, da kannst du schon mal einen von schnatzen. Genau. Aber. Ne? So sind wir jetzt schon wieder homeless. Weil ich schon wieder die Richtung verloren habe. Ich finde das nicht witzig. Ich sag ja. Hier, wenn es hier nicht irgendeiner Form etwas gibt, was mir meine Richtung zeigt, wo ich zu Hause bin, dann bin ich das ganze Let's Play oder zumindest die nächsten 10 Folgen nur auf der Suche nach zu Hause. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo sind wir denn? Zeigen mal. Kein Plan. Ich habe keinen Plan, ihr Lieben. Ich glaube, da muss ich mich mal mit einem Rising World Experten kurz schließen. Da ist unser Zuhause, Gott sei Dank. Ob es da eine Möglichkeit gibt, dass ich viel sicherer in meinem sicheren professorischen Zuhause bin. Ja. Ich wollte eine Kiste bauen. Wir wollten Holz hacken. Wir hacken noch einen Ball. Dann bauen wir uns noch eine Kiste. Ja. Und dann werde ich sehen, dass ich einen langen Strick irgendwie herstellen kann hier. Gelle. Und den werde ich an die Werkbank binden. Und an einen meiner Knöchel, rechts oder links. Das ist dann völlig Bums. Und dann kann ich... Was waren das? Brokkoli. Oh, cool. Und dann, finde ich immer wieder nach Hause. Ne, wie so ein Höhlentaucher, ne, der an der Strippe hängt. Der kommt ja dann auch immer wieder nach Hause. So, einmal hier drüber gerutscht. Sehr cool. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da. Lasst mir ein Kommi da. Oder lasst mir ein Stadtplan da. Oder auch ein Abo. Ciao.